Warum kommt heute eigentlich der Adventskalender so spät? Hallo, ich bin Jens der Christ und vielleicht wartest du heute schon auf den Adventskalender und hast den heute Morgen nicht gefunden und nicht gesehen. Und warum kommt er jetzt eigentlich erst? Der Grund ist, da ist heute nichts Gescheites drin. Und ich habe natürlich gehofft, dass sich das noch ändert. Nein, habe ich nicht. Aber ja. Und ein anderer Grund ist, dass ich gehofft habe, dass ich hier bei einer Sache, die eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, etwas Gescheites finde. Und dann gehe ich mal hierzu direkt zu den Chip Adventskalender, Türchen 6. Da ist nämlich ein Random Steam Key drin, eine Vollversion. Also die haben heute 40.000 Steam Keys verschickt und es war so, dass man die erst ab 9.30 Uhr bekommen konnte und ich habe dann halt gehofft, dass ich da was Schönes bekomme. Dann war es so, dass das lange Zeit auch gar nicht ging, also 9.30 Uhr wurde es, also war zwar angekündigt, dass es dann da gehen sollte, ging aber noch nicht und dann als ich dann da später mal versuchte, da war der Server überlastet und ja, ich habe aber tatsächlich doch noch so einen Key bekommen, allerdings von einer Software, die ich wahrscheinlich nicht spielen werde, also völlig umsonst und ja, und wenn ich euch das heute Morgen vorgestellt hätte und irgendjemand das dann da später ansieht, dann hätte er auch keinen Key mehr bekommen. Deswegen wollte ich euch eigentlich vorstellen, was für einen tollen Gewinn ich da gemacht habe, aber den habe ich ja gar nicht gemacht. Na gut, also bei Chip ist nichts Gescheites drin, was ich euch vorstellen kann. Und hier bei Heise ist eigentlich auch nichts drin, was gescheit ist. Wenn man mal guckt, hier so ein Maxstone. Kostenlos testen für 3 Monate. Ja. Und dann ist das auch noch so, dass sich das nach 3 Monaten automatisch verlängert, wenn man nicht kündigt. Also etwas, was ich nicht so gerne mag. Wenn Schnupperangebote sich automatisch verlängern und man dann da aktiv kündigen muss, dann sind das Log-Angebote und die spekulieren darauf, dass man halt nicht kündigt oder dass man versäumt, die Frist zu kündigen oder sonst irgendetwas. Bei solchen Sachen sofort am besten gleich nach der Anmeldung sofort kündigen. Und deswegen ist das auch nicht ein Angebot, was ich eigentlich total toll finde. Das, was ich von Heise letztes Mal vorgestellt habe, dieses Schnupperangebot von Heise, wo man 3 Zeitschriften, glaube ich, kostenlos bekommt, das wäre ja anders. Das war ja so, dass das dann da verfällt nach der Probezeit. Und man muss dann aktiv sagen, ja, ich will noch mehr haben. Das finde ich besser. Ja, und dann hier der Kalender, hier die 6. Das war auch ein Reinfall, denn das ist etwas, was wir in einem anderen Kalender schon mal bekommen haben. Diese Schriftsammlung. Also ich weiß nicht, in welchen das war und im Prinzip auch nichts Neues. Also 3 Kalender, wo man halt nicht wirklich was Tolles dahinter findet. Und deswegen kommt dann dieses Video heute so spät. Ja. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Ja, manchmal gibt es solche Tage, da passiert nichts Gescheites. Und dann freut man sich, dass man doch den Steam-Code-Button also hat, bekommen hat. Einer von den, wie viel waren das? 40.000. Ich war einer von 40.000. Und dann war das Spiel eigentlich nicht wirklich gut. Zwar kostet es 5 Euro, aber ich werde es nicht spielen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Also leider kann ich auch keine Steam-Codes, die ich schon mal eingelöst habe, in meinen Steam-Account wieder verschenken, ne? Sonst würde ich es machen, sonst würde ich sagen, ja, hier, wer den haben möchte, das Spiel, der kann mich anschreiben und dann kann ich das weiter verschenken. Geht aber nicht bei Steam.
Ja. Wenn ihr jetzt aber sagt, hier, ach, du hast dich so auf diesen random Steam-Code gefreut und dann da tolle Software dann da so wolltest du bekommen und hast es nicht, dann da so, ich schenke dir das, dann nur mal zu. Wobei ich überlege gerade hier, diesen Simulator, habe ich den nicht runtergeladen? War da nicht irgendetwas? An Spiel oder irgendwas? Ich glaube, ich habe es runtergeladen. Und ich wollte das ja auch spielen, aber habe ich es auch schon freigeschaltet? Muss ich es freischalten oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Oder habe ich einfach vergessen, es zu installieren? Dann... Ach nee, das war hier die... Ja, ich habe es runtergeladen, glaube ich. Das war hier so eine Partnerseite, wo man das dann da so in Einkaufswagen dann da so bekommt. Also bei so einem Shop hat man das, glaube ich, runtergeladen. Habe ich, glaube ich, gemacht. Nein, das will ich nicht. Naja. Ja, aber keiner guckt dieses Video wahrscheinlich an, weil es hier nichts zu holen gibt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt noch Gottes Segen und... Wir sehen uns am Morgen. Vielleicht ist da ja was Besseres drin.